So, herzlich willkommen meine Krieger und Grin, zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir sind gerade beschäftigt mit dem Warmbarenzia Teil 4. Habe ich nicht lange genug gearbeitet und gewartet, ehe ein Bauer mit bäuerlichen Träumen. Der Gedanke stand plötzlich ganz klar in ihrem Kopf, ohne dass sie es wollte. Hatte sie nicht einst Strenz vor so langer Zeit just in diesen Worten beschrieben? Und doch, was sprach dagegen? Wer sonst, wenn nicht Symmachus? Die großen Adelsfamilien von Morrowind waren im großen Vereinigungskrieg von Tiber Septim vor dem Waffenstillstand ausgelöscht worden. Gewiss, die Herrschaft der Dunkelelfen war wiederhergestellt worden, aber nicht die des Alten, des wahren Adels. Die meisten waren Emporkömmlinge wie Symmachus und nicht halb so verdienstvoll und gut, wie er es war. Er hatte um die Einheit und Unversehrtheit von Gramfeste gekämpft, während die sogenannten Berater des Reichs es ausweiden wollten. Das Land hatten sie ausbluten wollen wie das benachbarte Ebenherz. Er hatte für Gramfeste gekämpft, für sie gekämpft, während sie und das Königreich wuchsen und gediehen. Sie empfand plötzlich tiefe Dankbarkeit und zweifelsfrei auch Zuneigung. Er war zuverlässig und stetig, und er hatte ihr gut gedient und sie stets liebevoll behandelt. »Warum nicht?«, sagte sie lächelnd und nahm seine Hand und küsste ihn. Es war eine gute Verbindung, politisch, wie privat. Während Kaiser Pelagius I., der Enkel des Tiber Septim, sie mit einer gewissen Feindseligkeit betrachtete, hatte er unerschütterliches Vertrauen zu dem alten Freund seines Vaters. Dagegen wurde Symmachus von den Höherrangigen in Morrowind immer noch misstrauisch betrachtet. Ihnen missfiel seine bäuerliche Herkunft und seine enge Bindung an das Kaiserreich. Doch die Königin erfreute sich unerschütterlicher Beliebtheit. »Königin Marentia ist eine von uns«, flüsterte man sich zu. »Sie wird ebenso gefangen gehalten wie wir.« Marentia war zufrieden, Arbeit gab es genug, wie auch Freude. Was konnte man sich vom Leben sonst noch wünschen? Schnell vergingen die Jahre, es gab Stürme und Hungersnöte, die es zu überstehen galt, Verschwörungen zu vereiteln und die Exekution der Verschwörer durchzuführen. Gramfeste gedieh zunehmend, das Volk des Landes lebte in Sicherheit, hatte genug zu essen, die Bergwerke und die Landwirtschaft waren sehr produktiv, alles stand zum Besten, nur gingen aus der königlichen Ehe keine Kinder hervor und somit gab es keine Erben. Es dauerte lange, bis Elfen Kinder bekommen, alle Umstände müssen stimmen. Bei Kindern von Edelleuten gilt dies noch mehr als bei anderen, so vergingen viele Jahrzehnte, bis sie sich Sorgen machte. »Der Fehler liegt bei mir, Symmachus. Ich bin beschädigt, verbraucht«, sagte Marentia verbittert. »Wenn ihr eine andere zur Frau nehmen wollt, ich will keine andere«, sagte Symmachus sanft. »Und wir können nicht sicher wissen, dass es an dir liegt. Vielleicht liegt es an mir. Nun, wie dem auch sei, wir werden Heilung suchen. Wenn es wirklich einen Schaden gibt, lässt er sich gewiss beheben.« »Wie kann das sein, wo wir doch keinem die wahre Geschichte anvertrauen können? Der Eid eines Heilers hält nicht immer.« »Wenn wir die Zeit und die Umstände etwas verändern, wird es nichts machen. Was immer wir sagen oder nicht sagen, der Geschichtenerzähler Jeffre ist ohne Rast. Der kreative Geist und die schnelle Zunge des Gottes sind stets mit dem Verbreiten von Gerüchten beschäftigt.« Priester, Heiler und Magier kamen und gingen, doch all ihre Gebete, Tränke und Zauber konnten nicht einmal eine Hoffnung aufkeimen lassen. Mit der Zeit verdrängten sie die Angelegenheiten aus ihrem Geist und überließen sie den Göttern. Für Elfen waren sie noch jung und Jahrhunderte lagen vor ihnen. Es gab Zeit. Elfen hatten immer Zeit. Marentia saß in der großen Halle beim Abendessen. Sie stocherte lustlos im Essen herum, fühlte sich gelangweilt und unruhig. Symmachus war fort. Der Urgroßonkel von Tiber Septim, Uriel Septim, hatte ihn in die kaiserliche Stadt berufen, oder war es sein Ururgroßenkel? Sie stellte fest, dass sie es nicht mehr wusste. Ihre Gesichter schienen miteinander zu verschmelzen. Vielleicht hätte sie mit ihm gehen sollen, doch es war gerade eine Delegation aus Tränenstadt dagewesen, mit einer eher heiklen Angelegenheit. Ein Barde sang in einem Alkoven der Halle, doch Marentia hörte nicht zu. In letzter Zeit hörten sich alle Lieder für sie gleich an, ob neu oder alt. Plötzlich erregte ein Satzfetzen ihre Aufmerksamkeit. Der Mann sang von Freiheit, von Abenteuer, davon, Morrowind von seinen Ketten zu befreien. Wie konnte er es wagen?
Barencia setzte sich auf und warf ihm einen finsteren Blick zu. Zu allem Überfluss stellte sie fest, dass er von einem alten und längst vergessenen Krieg mit den Nords aus Himmelsrand sang und die Heldenhaftigkeit der Könige Edward und Morlen und deren tapferen Begleitern pries. Sicher, die Geschichte war eine alte, doch das Lied war neu und was die Bedeutung anbelangte, Barencia war sich wirklich nicht sicher. Ein verwegener Mann, dieser Barde, aber einer mit einer starken, leidenschaftlichen Stimme und einem guten Ohr für Musik. Und ein gewisses liederliches, gutes Aussehen hatte er auch an sich. Er sah nicht aus, als sei er sehr reich, und so jung war er auch nicht mehr. Gewiss nicht jünger als 100 Jahre. Warum hatte sie ihn dann nicht zuvor gehört oder zumindest von ihm gehört? »Wer ist das?« fragte sie ihre Hofdame. Die Frau zuckte mit den Schultern und meinte nur, »Er nennt sich Nachtigall, Milady. Keiner scheint je von ihm gehört zu haben. Bittet ihn auf ein Gespräch zu mir, wenn er fertig ist.« Der Mann, der sich Nachtigall nannte, kam zu ihr und dankte ihr sowohl für die Ehre der Audienz wie auch für den gut gefüllten Beutel, den sie ihm reichte. Seine Art war gar nicht verwegen, stellte sie fest. Er wirkte eher ruhig und bescheiden. Er redete gern und viel über andere, doch über ihn selbst erfuhr sie nichts. Alle Fragen wehrte er mit einer gewitzten Antwort oder einer anzüglichen Anekdote ab, und doch erzählte er diese mit solchem Charme, dass es unmöglich war, es ihm zu verübeln. »Mein wahrer Name. Aber, Milady, ich bin niemand. Wahrlich, meine Eltern nannten mich Numon. Doch was tut dies schon? Es ist ganz gleich. Wie sollen Eltern das benennen, was sie nicht kennen? So trafen meine eine gute Entscheidung. Soweit ich mich entsinnen kann, denn ich bin bereits so lange Nachtigall, dass ich mich nicht entsinnen kann. Bereits seit mindestens einem Monat oder doch seit einer Woche? All meine Erinnerung geht in Gesang und Lied über, wie ihr seht, Milady. Für mich bleibt da nichts übrig. Ich bin in der Tat recht langweilig. Wo wurde ich geboren? Nun, in nirgendwo. Sollte ich es je erreichen, will ich ihn niederlassen, sesshaft werden. Doch ich habe es nicht eilig. In der Tat. Und dann werdet ihr wohl eine gewisse Mark sein, ehelichen. Wie aufmerksam von euch, Milady. Vielleicht, vielleicht. Obwohl die Gute übereilt, auch nicht der Reize entbehrt. Ah, so seid ihr wankelmütig? Unbeständig wie der Wind, Milady. Ich blase mal nach hier und mal nach da, bin mal heiß, mal kalt. Und wie es mir so kommt, der Zufall ist mein bester Anzug. Keiner trägt ihn so wie ich. Barencia lächelte. So bleibt eine Weile bei uns. So ihr das wünscht, werter Herr Sprunghaft. Wie es euch beliebt, kluge Königin. Nach diesem kurzen Wortwechsel stellte Barencia fest, dass sie irgendwie den Spaß am Leben wiedergefunden hatte. Alles, was ihr zuvor tot und grau erschien, wurde wieder frisch und neu. Voller Energie begrüßte sie jeden Tag und freute sich bereits auf die Unterhaltung mit Nachtigall und seine Lieder. Im Gegensatz zu anderen Barden sang er niemals Loblieder auf sie oder auf andere Frauen, sondern nur auf große Abenteuer und mutige Taten. Als sie ihn danach fragte, sagte er nur, »Welch größerer Lob eurer Schönheit könnt ihr wünschen, Milady, als jenes, das ihr erfahrt, wenn ihr in euren Spiegel blickt? Und so ihr Worte haben wollt, so habt ihr doch bereits jene der größten aller Großen, die weit mehr wert sind, als ich es je mehr vermöchte. Wie sollte ich es ihnen je gleich tun, sie gar übertreffen, ich, der ich erst vor einer Woche geboren wurde? Ausnahmsweise einmal«, sprachen sie unter vier Augen. Barencia hatte nicht schlafen können und ihn in ihr Zimmer bestellt, damit seine Musik sie beruhigen solle. »Ihr seid faul und feige, mein Herr. Oder aber ich habe keinen Liebreiz in euren Augen. Milady, um euch loben zu können, muss ich euch kennen, doch das kann niemals sein. Zu umwoben seid ihr von geheimnisvollem Zauber. Ihr irrt euch, eure Worte sind es, die den Zauber weben. Eure Worte und eure Augen. Und euer Körper, lernt mich kennen, wenn ihr es wollt. Wenn ihr es wagt.« Er kam zu ihr. Sie lagen eng umschlungen und küssten einander. »Nicht einmal Barencia kennt die wahre Barencia«, flüsterte er leise. »Wie soll das dann mir gelingen? Milady, ihr sucht und wisst es nicht. Noch wisst ihr, wonach ihr sucht. Wonach dürstet es euch, was ihr nicht habt? Leidenschaft,
gab sie zurück, Leidenschaft und Kinder, die daraus entspringen. Und was wünscht ihr für eure Kinder? Welches Geburtsrecht sollen sie haben? Freiheit, sagte sie, die Freiheit zu sein, was sie sein wollen. Sagt mir, ihr, der ihr diesen Augen und Ohren dieser Seele am meisten Weisheit zu haben scheint, wo soll ich diese Dinge suchen? Das eine liegt neben euch, das andere unter euch. Aber würdet ihr es wagen, eure Hand auszustrecken und das zu nehmen, was eure sein könnte, was euren Kindern gehören könnte? Symmachus, in mir liegt die Antwort zu einem Teil dessen, wonach ihr euch sehnt. Der andere Teil liegt unter uns in den Bergwerken eures eigenen Königreichs. Er kann uns die Kraft verleihen, diese Träume zu erfüllen und wahrzumachen. Jenes, das Edward und Morellan gemeinsam nutzten, um Hochfels und seine Geister von der verhassten Herrschaft der Nord zu befreien. In den Händen der Richtigen kann diesem keiner widerstehen, nicht einmal die Macht des Kaisers. Freiheit, sagt ihr? Barentia, dieses wird euch Freiheit zu euren Ketten schenken. Denkt darüber nach, Milady. Er küsste sie erneut leicht auf die Lippen und stand auf. Ihr wollt doch nicht gehen, rief sie. Jede Faser ihres Leibes sehnte sich nach ihm. Fürs Erste, meinte er, fleischliche Lust ist nichts gegen das, was wir zusammen haben könnten. Denkt darüber nach, Milady. Darüber muss ich nicht nachdenken. Was müssen wir tun? Welche Vorbereitungen müssen wir treffen? Aber nicht doch. Gewiss, die Bergwerke sind bewacht. Doch mit der Königin an meiner Seite wird sich uns keiner in den Weg stellen. Dort kann ich euch dann zu dem Ort führen, an dem dieses Objekt liegt, und es aus seiner Ruhestatt bergen. Plötzlich erinnerte sie sich an ihre vielen Studien. Das Horn der Einheit, flüsterte sie ehrfürchtig. Ist das wahr? Kann es sein? Woher wollt ihr das wissen? Ich habe gelesen, es läge unter den endlosen Höhlen von Daggerfall begraben. Dem ist nicht so. Lange schon habe ich mich damit befasst. Vor seinem Tode gab König Edward das Horn zur sicheren Aufbewahrung seinem alten Freund König Morellan. Dieser brachte es auf geheimen Wegen in ein Versteck in Gramfeste, beschützt vom Gott Efen, dessen Geburtsstaat und Bereich dies ist. Nun wisst ihr, was es mich viele lange Jahre und viele erschöpfende Meilen gekostet hat, herauszufinden. Aber was ist mit dem Gott? Was ist mit Ethan? Ethan, vertraut mir, verehrte Dame, alles wird gut. Mit einem leisen Lachen blies er ihr einen letzten Kuss zu und verschwand. Am nächsten Morgen gingen sie gemeinsam an den Wachen vorüber, die mächtigen Tore zu den Bergwerken und allem, was darunter lag, bewachten. Barentia gab vor, ihre übliche Inspektion vorzunehmen und ging mit Nachtigall durch einen unterirdischen Raum nach dem anderen. Schließlich erreichten sie etwas, das wie ein vergessener, versiegelter Durchgang aussah. Sie gingen hindurch und stellten fest, dass er in uralte Schächte führte, die seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden waren. Der Weg war gefährlich, denn einige der alten Schächte waren eingestürzt. So mussten sie sich entweder einen Weg durch den Schutt bahnen oder einen Weg darum herum finden. Aggressive, riesige Ratten und Spinnen von fürchterlichen Ausmaßen waren überall und griffen sie sogar gelegentlich an. Doch Barentias Feuerblitzzauber und die schnelle Klinge von Nachtigall hatten sie nichts entgegenzusetzen. »Wir sind bereits zu lange weg«, meinte Barentia schließlich. »Man wird uns suchen. Was soll ich ihnen nur sagen?« »Was immer ihr möchtet«, lachte Nachtigall, »ihr seid doch schließlich Königin, oder nicht?« »Fürst Symmachus«, »dieser Bauer gehorcht dem, der die Macht hält. Das hat er stets getan und wird es immer tun. Und die Macht wird unser sein, meine geliebte Königin.« Seine Lippen waren wie süßer Wein, seine Berührungen Feuer und Eis zugleich. »Jetzt«, sagte sie, »nehmt mich jetzt. Ich bin bereit.« Ihr ganzer Körper schien zu flirren, jeder Nerv, jeder Muskel war in höchster Spannung. »Noch nicht. Nicht hier. Nicht so.« Mit den Händen wies er auf die alten, staubigen Ruinen und den grauen, unerbitterlichen Stein. Nur noch kurze Zeit. Zögerlich nickte Barentia ihre Zustimmung. Sie gingen weiter. »Hier«, sagte er endlich, vor einer leeren Wand anhaltend. »Hier liegt es.« Er kratzte eine Rune in den Staub und wob mit der anderen Hand gleichzeitig einen Zauber. Der Stein löste sich auf und gab den Eingang zu einem uralten Schrein frei.
In seiner Mitte stand die Statue eines Gottes mit erhobenem Hammer über einem Amboss aus Adamantium. »Bei meinem Blut rufe ich dich an, Ephem«, rief Nachtigall. »Erwache, Morlands Erbe von Ebenherz bin ich, letzter des königlichen Geblüts von deinem eigenen Blute. In der größten Not von Morrowind erzittert jeder Elf in Entsetzen und Furcht um sich und seine Seele. Gib mir, worüber du wachst, lass den Hammer fallen.« Bei diesen Worten begann die Statue zu leuchten und regelrecht zum Leben zu erwachen. Die leeren Augen aus Stein leuchteten feuerrot. Der riesige Kopf nickte, der Hammer fiel auf den Amboss und dieser brach mit einem entsetzlichen Donnerschlag auseinander. Der Stein selbst bröckelte. Barentia schlug die Hände über die Ohren und kauerte sich auf den Boden, entsetzlich zitternd und laut stöhnend. Nachtigall dagegen schritt kühn nach vorne und nahm das Objekt seiner Sehnsucht, das in den Trümmern lag. Mit ekstatischem Blick hob er es empor. »Da kommt jemand«, rief Barentia erschrocken, und im gleichen Augenblick sah sie zum ersten Mal klar, was er da emporhielt. »Wartet, das ist gar nicht das Horn. Das ist ein Stab.« »Wahrlich, Milady, endlich sind eure Augen offen«, er lachte laut. »Es tut mir wahrlich leid, Milady, doch nun muss ich euch wirklich verlassen. Vielleicht werden wir uns eines Tages wiedersehen. Bis dahin, bis dahin ist sie euer, Symmachus«, sagt er zu der Gestalt im Kettenpanzer, die gerade hinter ihm aufgetaucht war. »Ihr könnt sie zurücknehmen.« »Nein«, schrie Barentia. Sie sprang auf und rannte auf ihn zu, doch er war bereits verschwunden. Er löste sich in exakt demselben Augenblick in Luft auf, als Symmachus ihn mit gezücktem Schwert erreichte. Zischend sauste das Schwert durch nichts als Luft. Symmachus stand wie zu Eis gefroren da, als wolle er den Platz des steinernen Gottes einnehmen. Barentia sagte nichts, hörte nichts, sah nichts und fühlte nichts. Symmachus sagte, dem halben Dutzend Elfen in seiner Begleitung Nachtigall und Königin Barentia hätten sich verirrt und seien von riesigen Spinnen angegriffen worden. Nachtigall sei gestolpert und in eine tiefe Spalte gefallen, die sich über ihm geschlossen habe. Sein Körper könne nicht geborgen werden. Die Königin sei durch die Ereignisse völlig verstört und in großer Trauer über den Verlust des Freundes, der gefallen sei beim Versuch, sie zu verteidigen. Seine Geistesgegenwart und Selbstbeherrschung war so groß, dass die verblüfften Ritter, von denen keiner mehr als einen kurzen Blick auf die Ereignisse erhascht hatten, überzeugt waren, dass sich alles genauso zugetragen habe, wie er es geschildert hatte. Die Königin wurde zurück in den Palast eskortiert und in ihr Privatzimmer gebracht. Hier schickte sie die Diener weg. Lange Zeit saß sie regungslos vor dem Spiegel, völlig niedergeschmettert, zu entsetzt, um auch nur zu weinen. Symmachus wachte über sie. »Hast du irgendeine Ahnung, was du gerade getan hast?«, fragte er schließlich hart und kalt. »Du hättest es mir sagen müssen.« »Du hättest es mir sagen müssen«, flüsterte Barentia. »Der Stab des Chaos. Nie hätte ich geträumt, dass er hier liegen könnte. Er sagte, er hat gesagt...« Ein leises Wimmern kam über ihre Lippen und sie krümmte sich vor Verzweiflung. »Was habe ich nur getan? Was habe ich getan? Was wird nun passieren? Was soll aus mir werden? Aus uns allen?« »Hast du ihn geliebt?« »Ja, ja, ja, ja. Mein lieber Symmachus, mögen sich die Götter meiner erbarmen. Ich liebte ihn. Vorher, doch jetzt, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ich...« Die harten Linien in Symmachus' Gesicht wurden etwas weicher. In seinen Augen regte sich ein neues Leuchten und er seufzte. »Nun, immerhin etwas. Ihr werdet doch noch Mutter, wenn es in meiner Macht liegt. Was das andere angeht, Barentia, meine liebe Barentia, ich fürchte, ihr habt einen schrecklichen Sturm über dem Land entfacht. Er wird sich noch eine Zeit lang zusammenbrauen, doch wenn er kommt, werden wir ihn zusammen überstehen, wie alles andere bisher.« Da ging er zu ihr, zog sie aus und trug sie zum Bett. Aus ihrer Verzweiflung und Sehnsucht heraus reagierte ihr geschwächter Leib auf seinen starken Körper wie nie zuvor und gab alles frei, was Nachtigall in ihr zum Leben erweckt hatte, und beruhigte so die ruhelosen Geister all dessen, was er vernichtet hatte. Sie war völlig leer gewesen. Und dann war sie erfüllt, denn ein Same wurde gesät und ein Kind wuchs in ihr heran. Während ihr Sohn in ihrem Schoß wuchs, so wuchs auch die Tiefe ihres Gefühls für den geduldigen, treuen, ergebenen Symmachus.
das stets auf langer Freundschaft und stetiger Zuneigung beruht hatte und das jetzt endlich zu wahrer, erfüllter Liebe reifte. 8 Jahre später segneten sie die Götter abermals, diesmal mit einer Tochter. Sofort nach dem Diebstahl des Stabs des Chaos durch Nachtigall hatte Symmachus dringende geheime Kommunikes, was auch immer das ist, an Uriel Septim geschickt. Er war jedoch nicht wie sonst selbst gegangen, sondern hatte sich entschieden, in ihrer fruchtbaren Zeit bei Varentia zu bleiben, um einen Sohn zu zeugen. Dafür und für den Raub fiel er bei Uriel Septim vorübergehend in Ungnade und wurde ungerechtfertigterweise verdächtigt. Man suchte mit Spionen nach dem Dieb, doch Nachtigall schien dahin verschwunden, wo er hergekommen war, wo auch immer das sein mochte. Teils Dunkelelf vielleicht, sagte Varentia, aber auch teils Mensch, glaube ich, in Verkleidung. Sonst wäre ich nicht so schnell fruchtbar geworden. Teils Dunkelelf gewiss, und aus altem Ra'atim geblüht noch dazu. Sonst hätte er den Stab nicht befreien können, dachte Symmachus laut. Er drehte sich zu ihr um und sah sie mit zugekniffenen Augen an. Ich glaube nicht, dass er in dein Bett gekommen wäre. Als Elf konnte er das nicht wagen. Sonst hätte er dich nicht verlassen können. Er lächelte. Dann wurde er wieder ernst. Ja, er wusste, dass der Stab und nicht das Horn dort lag und dass er mit einem Teleportzauber in Sicherheit gelangen musste. Der Stab ist keine Waffe, die ihn klar erkannt hätte, im Gegensatz zum Horn. Ich danke den Göttern, dass er zumindest das nicht hat. Anscheinend war alles so, wie er es erwartet hatte, aber wie konnte er es wissen? Ich habe den Staat dort selbst verwahrt, mit Hilfe des erbärmlichen Überrests des Ra'atim-Clans, der nun als Belohnung als König im Schloss Ebenerz weilt. Tiber Septim hat das Horn für sich beansprucht, doch den Stab ließ er hier, damit er sicher verwahrt werde. Es darf nicht sein. Nun kann Nachtigall den Stab verwenden, um Streit und Missgunst zu säen, wo immer er geht, wenn er das möchte. Doch das allein wird ihm keine Macht verschaffen. Die liegt im Horn und der Fähigkeit, es einzusetzen. Ich bin mir nicht so sicher, dass es Macht ist, wonach Nachtigall strebt, überlegte Varentia. Jeder strebt nach Macht, meinte Symmachus. Jeder auf seine eigene Weise. Ich nicht, gab sie zurück. Ich habe gefunden, wonach ich strebte, mein Herr. Puh, ich hätte mir ein Glas Wasser daneben stellen sollen, Freund. Ich merke so, wie ich so ein bisschen... Ja, mir ist so ein bisschen schwummrig. Aber wir halten die letzten 6 Minuten noch durch. Das war der vorletzte Teil, Freunde. Ist es Tag? Nee, es ist wieder Nacht. 12 Uhr. Gut. Dann. Was gibt es, Herr? Geht nur. Wo? Oh, ne, dass ich nicht lache. Würde ich vorschlagen, ab zur Kaiserstadt. Bitte, da werde ich ja rot. Ich würde. Meine Güte. Nehmt's mir nicht übel. Wohl kaum. Wenn ich so ein bisschen ruhiger bin die letzten Minuten. Auch ihr. Gibt es ein Problem? Ja? Weil, Verzeiht, ich verstehe eine tolle... Ja. Verzeiht. Mir tatsächlich so ein bisschen schwummrig ist. Es ist nicht schlimm. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig getrunken. Das gute Arbeit. Das ist wirklich... Aber ich will die Folge jetzt ungern verfrüht abbrechen, um ehrlich zu sein. Deswegen, wir schaffen das jetzt schon. Die letzten 6 Minuten. Wir machen es auf dem Weg zum nächsten Dungeon. Ja, oder? Möglicherweise können wir in Chardinal auch weiter einbrechen. 2 Uhr. Möglicherweise, boah, und jetzt in meinem Zustand Geschicklichkeit spielen. Also, Leute, wenn's gar nicht mehr ginge, braucht ihr jetzt keine Sorgen machen. Wenn es gar nicht mehr ginge, würde ich es nicht machen, okay? Also macht euch da mal keine Sorgen. Ich kann das schon sehr gut selbst einschätzen. So. Der Bücherladen.
Nur Bücher über fünf Septime. Ja, es ist wichtig, dass wir da in Chardinal mal ein bisschen voranschreiten. Oje. Oje, Freunde. Hier ist jedes Buch über 10 Septime wert. Naja gut, immerhin können wir dann unsere Verkaufsfertigkeiten verbessern. Die hoffentlich bald mal verbessert werden. Okay, hier sind die Leitfäden. Ich habe mich komplett in diese Geschichte verloren. Komplett. Es ist so spannend. Und irgendwie habe ich auch Bock, den ersten Teil mal zu spielen. Einfach um die Story durchzuspielen. Wisst ihr, die ist ja noch... Ja, die sind nur 5 wert. Alles, was über 5 wert ist. Ich hätte es vielleicht nicht auf höchster Schwierigkeitsstufe spielen sollen. Weil es würde mich so hart interessieren. Das ist alles der wahre Barentia, oder? Ja. Genau. Einen Teil gibt's noch, den 5. Teil. Genau. Setz dich hin, mein Lieber. Lass dir Zeit. Boah, das wird auch vor allem Verkaufen anstrengend werden. Wie gesagt, bei Handelsgeschick mache ich mir gar keine Sorgen. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich hin und wieder jetzt einfach mal bewusst Handelsgeschick pushen soll, indem ich mehrere Sachen kaufe und verkaufe. Also, dass ich da wirklich mal sage, gut, ich mache das jetzt ein bisschen aggressiver. So wie bei Alchemie halt hin und wieder, wisst ihr? Was haltet ihr denn davon? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Maybe habe ich auch einfach geisteskrank Hunger. Das kann natürlich sein. Ich habe noch nicht so viel gegessen. Crazy. Und auf einmal ist der agonische Bericht Teil 4. Nice. Schau ihn an, er hat auch einen Nierenwurz. Was für eine Metallurne! Okay, Freunde. Den Bücherladen haben wir durch.
morgen. Was ist das? Okay. Morgen würde ich mich dem Marschreiter zuwenden. Einer Schmiede. Ich freue mich da sehr drauf, meine Lieben. Und ja, wir sehen uns dann. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.